Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Krankheitspause beendet und jetzt starten wir gleich mal richtig durch. Ich habe ja gefragt in den in den letzten Videos, was für Panzer wir noch fahren können. Und da ist unter anderem der Vorschlag gekommen, noch weitere Franzosen oder Briten zu fahren. Allerdings möchte ich heute erst nochmal in dieser Folge den BD2 und den Vickers Medium MK1 eine Runde ausführen und anschließend können wir uns dann auch mal mit neuen Panzern befassen. Und dann würde ich sagen, verreden wir nicht viel Zeit und legen gleich mal ordentlich los mit dem BD2. Habe ich da eigentlich alles schon ordentlich eingebaut? Jo. CIS-19 drin. Na wunderbar. Ich werde jetzt auch endlich mal mein Zeitmanagement versuchen, ein bisschen besser auf die Reihe zu bringen. Dass ich mal einen Plan habe, wann ungefähr die Schnitte kommen, schon während dem Spielen. Ich habe mir jetzt eine Uhr neben den Rechner gelegt, auf die ich dann alles mal gucken kann. Und tut mir leid, wenn ich alles mal noch huste. Ich versuche es zwar zu unterdrücken, aber lässt sich nicht alles verhindern. Es sind noch ein bisschen die Nachwirkungen von der Erkältung, aber ich wollte euch jetzt nicht noch länger warten lassen, da ich ja schon ziemlich am Limit von der Pausenzeit, die ich mir gesetzt hatte, war. Ich habe ja auch überlegt, eventuell schon am Donnerstag wieder, aber da war ich wirklich noch gar nicht in der Lage. Deshalb muss es jetzt der Samstag sein. Da wieder 35G. Jo, und dann auf zum Schlachten. Ups. Wo war denn der auf einmal her? Irgendwie bin ich ein wenig verpeilt gerade gewesen. Das passiert mir normalerweise nicht so. Naja, nur ich habe Schaden bei der Aktion gekriegt. So, dann wollen wir die doch mal ärgern gehen. Aua. Ja, der Schaden von dem ist wirklich heftig. Ja, jetzt habe ich mich ja nicht gerade doll präsentiert. Okay, muss zugeben, die Runde war schwach. Sorry. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen zu weit vorgeprescht und unaufmerksam gespielt habe ich auf jeden Fall. Das muss sich noch bessern. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit Vickers in die nächste Runde. Ja, ich denke, ich werde die Huster in der Tonaufnahme anschließend noch ein bisschen abschwächen oder ganz rausschneiden, weil das ist ein bisschen heftig. Sonst huste ich euch hier bloß das Ohr voll und ihr hört sonst gar nichts mehr. Dass dieser elende Reizhusten nach so einer Erkältung nur dann einfach die Kehle immer weitermacht mit der elenden Husterei, obwohl eigentlich gar nichts mehr, gar nicht mehr so schlimm ist.
Ja, okay, dass das da drüben eben nicht so geklappt hat. Auf der Zweierlinie fahren wir mal wieder an meine Lieblingsstelle. Och nö. Der Teamkiller. Wir versuchen was damit mal wieder. Schade. Oh. Warum hat der denn gerade keinen Schaden gemacht? Na, also geht doch. Das war nicht so optimal. So viel haben wir gesehen von der Front. Oh, das ist natürlich dann suboptimal. Ja, keine Chance. Ja, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Ist der BD2 schon wieder frei? Wenn nicht, dann muss ich den kleinen Franzosen wirklich mal fahren. Ja, der BT2 ist frei. Aber ich glaube, ich fahre trotzdem den kleinen Franzosen. Wenn das mit der Reihe schon so kam, dann können wir den ja auch anfangen. Und ich muss mich eindeutig besser konzentrieren beim Spielen. Weil sonst wird das alles nix. Ich muss mich dann auch ranhalten mit der Bearbeitung, dass ich das wirklich bis morgen, also morgen ist der Samstag, dass ich das dann alles so schön auf die Reihe kriege zum Hochladen. Wir haben 20 Durchschlag und 3 Schaden. Okay. Oh je. Yeah. So. Wir könnten auch mal was Neues ausprobieren. Ich werde jetzt mal hier durch dieses Sumpfgebiet unten mich zwischen den Büschen ein wenig vorzuschleichen versuchen. Da die T1er da drüben die Flanke abdecken, sollte da nichts von der auf anfälligen Seite direkt kommen. Das ist nämlich das Problematische hier in den Büschen, dass die rechte Flanke so extrem anfällig ist. Aber wenn es da ein paar Leute gibt, die an die der Seite decken, kann das durchaus funktionieren. Okay, und der Medium 1 ist weg.
Und ich will jetzt eigentlich nicht ganz alleine vorfahren. Aber das ist in der Regel keine gute Idee. Da drüben der MS-1 bewegt sich mit. Mal gucken, ob ich da ein bisschen rauslugen kann, ohne dass er mich abschießen können. Jetzt ist blöderweise der Spot wieder weg. Wäre wahrscheinlich eh nichts geworden. Und die T1 rücken wir vor. So, und ich habe mittlerweile festgestellt, dass die Ruckler, von denen ich gesprochen habe, im Spiel gar nicht zu sehen waren. Im Video meine ich. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass die riesigen Dateien, die Crabs produziert, einfach nicht von dem Windows Media Player in der kurzen Zeit gelesen werden konnten und ich deshalb Ruckler im ersten Angucken vom Film hatte. Aber dass, sobald das Ganze dann als Video fertig verarbeitet war, eigentlich gar keine Ruckler da waren. Das so in der Art muss es gewesen sein. Treffen ist Glückssache. So dass ich da von irgendwelchen Rucklern erzählt habe, die es eigentlich gar nicht gab. Und irgendwie auf die Nase gekriegt habe ich gerade, aber keinen Schaden dabei. Das ist doch ganz nett. Oh, 2 HP. Machen wir jetzt relativ wenig. Dieses hässliche Entlein. Das sieht wirklich so ein bisschen von der Form her aus wie so eine Ente. Man hat sogar ein Entenauge. Ja, wo ist mein Team? Da ist ja unschön. Ach, der MS-1 war da. Ja, da konnte ich jetzt relativ wenig noch machen. Warum nur läuft es heute nicht so? Das ist hier die große Frage. Und mein Blick auf die Uhr sagt mir, dass die Runde hier auch jetzt die letzte für diese Folge war. Daher würde ich sagen, können wir noch ein bisschen zugucken.
während ich überlege, was ich noch so quatschen könnte. Ein Kumpel von mir hat sich letztens die Batschart gegönnt, also genauer gesagt gestern. Ist eigentlich ein cooles Teil. Batschart 25T ist ein Stufe 10er, der eine hohe Geschwindigkeit und eine richtig starke Kanone hat. Und ein Trommelmagazin. Aber halt dafür keine Panzerung mitbringt. Brauche aber nicht zwingend, wenn er schnell genug fährt, dass er nicht getroffen wird. Er traut sich noch nicht so recht drauf zu fahren, mein Kumpel. Bin mal gespannt, ob er das noch irgendwann tun wird, einfach so richtig drauf zu holzen. Kann aber dazu auch mal ganz lustig sein, auch wenn man sicher ein paar Mal häufiger stirbt. Aber immer bloß hinten stehen und bloß sichere Schüsse abholen, ist doch auch langweilig. Und dieser MS-1. Meine, das ist der, der mich zerlegt hat. Der spielt schon ganz gut, würde ich sagen. Aber jetzt hat er da geringe Chancen gegen so einen hinter zwei Panzern verbunkerten T1. Den zu treffen ist wahnsinnig schwierig. Ja. Also der hat einen guten Job gemacht, der T1. Ja. Und wir fahren dann halt jetzt auf ein hässliches Endline. Oh, Mastery Badge Third Class, obwohl wir so relativ schwach doch eigentlich gespielt haben. Ja, okay. Was können wir da erforschen? Eine Kanone und ein Türmchen. Ist ja nett. Wie viel Erfahrung haben wir jetzt noch? 188, oh. Das ist doch richtig nett. Gleich mal eine ganz große Kanone. Und jetzt dürfte es nicht mehr viel sein. 38. Also noch ein Motor. Ich weiß zwar nicht, ob wir den jetzt draufschrauben können. Aber das werden wir sehen, wie viel die Ketten noch können. Turm geht schon mal. Und die große Kanone geht auch. Ist ja toll. Der Motor ginge auch, aber bringt kaum mehr Pferdestärken. Das lohnt sich, denke ich, nicht. Da erforschen wir einfach den großen und sparen uns das Geld für den mittleren. So, machen wir nochmal voll. Wie ist eigentlich das Spiel mit BT2 vorhin ausgegangen und mit Vickers? Dass das hier gewonnen war, wissen wir. Das mit dem Vickers ist verloren gegangen. Und das mit dem BT2 war auch verloren. Naja, wenigstens einen Sieg haben wir heute eingefahren. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder und fahrt munter weiter eure Panzer und siegt. Tschüss.